So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Weltwoche, ich begrüße Sie ganz herzlich da draußen in den unendlichen Weiten des Internets zurück in meinem weltberühmten Studio 1 bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 22. September 2021. Ich drohe manchmal im Nachrichtenfluss die Übersicht über die Daten zu verlieren. Auch hat mein Leben im Moment einen Grad an Bewegtheit erreicht, den ich so nicht für die restlichen meiner Tage durchhalten möchte. Aber es ist schon sehr interessant. Ich war jetzt ein paar Tage in Berlin aufgetankt mit vielen Eindrücken, sehr, sehr viele Gespräche. Und Berlin bleibt eine romantische Beziehung für mich nach meiner Tätigkeit dort als Chefredaktor der Welt 2004 bis 2007, jetzt wieder verstärkt präsent aufgrund eben dieses neu lancierten Fernsehsenders der Bild-Zeitung mit der, wie ich meine, und das ist jetzt nicht übertrieben oder einfach Marketing-Slogan, mit der wirklich, glaube ich, interessantesten Talkshow derzeit im deutschsprachigen Raum, 7:45, die Diskussionssendung, die Gesprächssendung, in der wirklich diskutiert, gestritten, gelacht und ja, frisch von der Leber gedacht und erzählt wird. Auf bild.de können Sie das finden. Schauen Sie rein, überzeugen Sie sich selbst. Wenn ich Ihnen einen Unsinn erzähle, dann schreiben Sie mir das, aber sind auch nicht alle Sendungen gleich gut, selbstverständlich. Es hängt immer auch etwas von der Tagesform der Protagonisten ab. Aber insgesamt wirklich ein Feuerwerk der Befreitheit, der Unbefangenheit, der Ungezwungenheit. Und das ist etwas Spezielles, gerade in diesem senkbleimäßigen Talkshow-Geschäft, in diesen durchchoreografierten Pseudodiskussionen. Wäre mal ein Thema für sich, warum diese Talkshows nicht mehr funktionieren. Aus meiner Sicht machen es da die Bild-Leute sehr, sehr gut. Bevor wir einsteigen in die News, wir haben viele interessante Themen, auch sehr relevante Themen, mit denen wir uns vertieft beschäftigen müssen. Etwas Auferheiterndes, etwas Ermunterndes, etwas, was Sie trösten und beflügeln kann. Viele von Ihnen schreiben mir ja manchmal, ja, wie schaffen Sie es nur immer gut gelaunt, durch diese Abgründe da zu navigieren? Passieren doch so viele schlimme Dinge auf der Welt. Ja, das stimmt, natürlich ist das so, aber das war schon immer so. Und wer es mir nicht glaubt, bitte lesen Sie dieses Buch hier, ein tolles Buch von Stephen Fry. Gibt es auch auf Deutsch, Troja. Stephen Fry, der englische Comedian, Schauspieler, Filmschauspieler, Buchautor, Dokumentarfilmer, glaube ich, hat er auch gemacht, Bestseller geschrieben, auch belesen, akademisch beschlagen, ein klassisch gebildeter Engländer, eine Art Oscar Wilde der Gegenwart, einfach mit einem noch umfassenderen Horizont, so wie das bei mir ankommt. Er hat eine Trilogie geschrieben über die griechische Mythologie, also über die griechische Sagenwelt. Und das hier also die unsterbliche Geschichte des Raubs von Helena und des Falls von Troja, Priamos, Agamemnon, Achilles, Odysseus und wie sie alle heißen, auf den Schlachtfeldern der griechischen Antike. Ein fantastisches Buch, und wenn Sie das lesen, dann sehen Sie einfach, dass die Fähigkeit des Menschen, also größtes Unheil anzurichten und mit den besten Absichten, also komplett im Verschiss zu landen, um es jetzt etwas drastisch auszudrücken, also das war damals genauso vorhanden wie heute, also diese tragische Disponiertheit des Menschen, gerade dann, wenn er sich im Besitz der höchsten Wahrheiten wähnt und auch der besten Motivation, dann kann er fürchterlich in die Irre laufen. Und daran dürfen Sie nicht verzweifeln, denn das Tröstliche liegt eben darin, dass diese Geschichte zu Troja ja vor einigen tausend Jahren stattgefunden hat. Und über all diese Jahrtausende hat ja die Menschheit trotzdem überlebt. Also es muss hier irgendeine gnädige Vorsehung, einen Gott geben, der schaut, dass sich diese Menschen da nicht gegenseitig vertilgen.
erzählt von Stephen Fry mit wirklich leichter Hand, klug. Am Anfang muss man sich etwas durchbeißen, weil da sehr viele Namen kommen, weil da das Mythische und das Historische durcheinander wirbeln, das zieht ja Fäden, und die griechische Götterwelt auch etwas Hochfaszinierendes mit diesem stets etwas überforderten Göttervater Zeus, der ja überhaupt kein souveräner Übergott ist, sondern ja auch so etwas wie ein verkappter Sadist, der die Menschen aufeinander hetzte, und dann saßen diese Götter da wie Beavis und Butthead, diese beiden, sie erinnern sich, MTV-Zyniker da im Zeichentrickfilm, ja, und die amüsieren sich dann über das Chaos, das die Menschen untereinander anrichten, und dass die Götter ja dann auch zum Teil anstacheln. Also eine nicht sehr erfreuliche, auch metaphysische Welt, die einem da mitgeteilt wird. Das Christentum da, der Monotheismus, auf jeden Fall ein klarer, auch zivilisatorischer Fortschritt gegenüber diesen, wirklich beängstigenden Verwirrungen, die es damals schon gab. Und eben darin liegt ja auch etwas Tröstliches. Die wichtigste Meldung des Tages, das Thema, das ich am liebsten nicht behandeln würde, aber behandeln muss. Lob der NZZ. Sie hat hier eine Geschichte sehr gut aufgedeckt in ihrer gestrigen Ausgabe. Da ich aus Berlin gesendet habe, ist mir das erst im Verlauf des gestrigen Tages zugefallen. Die Schlagzeile: Peking zeigt Bern die kalte Schulter. Erneuerung des Handelsabkommens steht auf der Kippe. Die Schweizer Politik hat laufend neue Forderungen an China. Nun stellt die Großmacht selber Bedingungen. Sie will nur über eine Erneuerung des Freihandelsabkommens sprechen, wenn sich Bern bei den Menschenrechten zurückhält. Also, Peking, China ist nicht amüsiert, sie sind verärgert und sie gehen auf Distanz zur Schweiz. Das ist ein Bruch mit den bisherigen sehr guten Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern. Blenden wir zurück, 1949, 1950, also als die Volksrepublik gerade gegründet wurde. Mao, der rote Kaiser, stand da an der Spitze. Und China, ein geächteter Paria-Staat, die Schweiz gehörte zu den ersten Staaten, wenn nicht der erste Staat überhaupt, aus der westlichen Welt, der China diplomatisch anerkannte. Und auf der Grundlage dieser Initialzündung haben die beiden Länder über sehr bewegte Epochen der Zeitgeschichte hinweg sehr, sehr gute Beziehungen gepflegt. Und das Wesentliche an diesen guten Beziehungen war eben, dass die Schweiz hier ihre universelle außenpolitische Überlebens- und Erfolgsdoktrin angewendet hat, nämlich die Neutralität. Und Neutralität heißt, dass die Schweiz als Staat, nicht was die Schweizer Bürger denken, wir hatten hier ja nicht einen Überhang an Kommunisten oder an Maoisten, die hatten keine Freude an Mao und an dieser ganzen Roten Armee und den Geschichten, die sie dort hörten, diesen Gräuelgeschichten, und erst recht dann nicht später in der Kulturrevolution etc. etc. Aber sie dürfen eben ihre persönliche private Meinung nicht zur Staatsmaxime erheben. Das ist ein Zentralsatz der Außenpolitik, und viele machen das heute gerade in der Politik. Sie nehmen ihre Emotionen und wollen daraus gleichsam die Leitplanken für die schweizerische Außenpolitik konstruieren. Das ist falsch, das geht in die Irre. Die Schweiz hat sehr gute Beziehungen gehabt mit China, immer noch, ich sage jetzt mal, etwas eisige Beziehungen im Moment, aber ich glaube, das Ganze ist nicht irreparabel beschädigt, aber es ist beschädigt worden. Ich will das nicht herunterspielen. Neutralität war die Erfolgsgrundlage, und in dem Moment, als Deng Xiaoping, der Nachfolger von Mao Zedong, die Marktwirtschaft in China einführte, ja, in einem kommunistischen Regime, aber hört einmal auf, dieses Regime quasi als kommunistische Marktwirtschaft zu bezeichnen, das stimmt nicht. Das ist einfach ein schizophrener Staat. Auf der einen Seite haben sie immer noch dieses Kommandoregime der Kommunisten, aber Deng Xiaoping hat, und das wird leider in den letzten Jahren wieder etwas zurückgefahren, hat hier in China eben echte Marktwirtschaft hineingeführt. Und wenn Sie sich mit den entsprechenden Studien auseinandersetzen, dann sehen Sie eben, dass der Erfolg von China in wirtschaftlicher Hinsicht nicht auf der Kombination dieser hybriden Vermischung von Kommunismus und Kapitalismus beruht, sondern trotz diesem
kommunistischen Restbestand, einem großen und erheblichen kommunistischen Restbestand, ist China wirtschaftlich erfolgreich geworden, eben aufgrund der marktwirtschaftlichen Reformen. Aber diese Marktwirtschaft kann sich natürlich unter der Knute der Kommunisten nur bedingt entfalten. Das würde jetzt weit führen, die Diskussion. China ist natürlich ein komplexes Land und die Chinesen glauben, dass sie eine starke Zentralregierung brauchen. Das haben sie über viele Jahrhunderte auch gehabt, beziehungsweise wenn sie sie nicht gehabt haben, ist das Land auseinandergekracht. Ein ähnlicher Fall wie Russland. Also die Marktwirtschaft hat hier den Ausschlag gegeben. Und weil die Schweiz eben neutrale Beziehungen gepflegt hat mit China, auch und gerade zu einer Zeit, dass dieses Land international geächtet wurde, haben sich die Schweizer enormen Respekt erworben in China und mit dieser Wirtschaftsreform dann auch wirtschaftliche Prosperität. Wir haben große Pioniere gehabt in China, unter anderem die Ems-Chemie von Christoph Blocher, dem Politiker, das vergisst man gerne. Der hat den Chinesen 120 oder möglicherweise sogar etwas über 120 Fabriken gebaut, im Bereich der Textilindustrie, und mit dem Geld, das er dadurch erlöst hat, konnte er dann seine Ems-Chemie in der Schweiz industriell neu ausrichten. Eine fantastische Erfolgsstory, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Industriepioniere wie Blocher in China dort auch einen Teil der Modernisierung, der Industrialisierung herbeigeführt haben. Und daraus ist natürlich sehr viel herausgewachsen. Ich habe die Zahlen gerade rausgesucht, 2020. Wir haben für 14,7 Milliarden Franken nach China exportiert, 2020 plus 10% gegenüber Vorjahr. Und 16,1 Milliarden Franken hat China in die Schweiz exportiert. Ebenfalls ein Plus von 8%. Das sind also happige, das sind staatliche Beträge. Und ja, natürlich geht es in den Außenbeziehungen der Schweiz nicht um geostrategischen Machtgewinnen und Kolonialismus und Landeroberung, aber es geht um wirtschaftliche Beziehungen. Das wird in der Politik und in den Medien immer etwas geringschätzig dargestellt. Das Gegenteil ist richtig. Unsere Außenpolitik dient der Prosperität dieses Landes. Das ist nicht ein Selbstzweck. Die Neutralität, eben das freundliche Distanzhalten, die Zurückhaltung auch der Schweiz als Staat, nicht der Schweizer Bürger. Sie können über China denken und sagen, was sie wollen, auch schreiben. Sie können auch sagen, ich bin nicht einverstanden. Aber das müssen Sie einfach unterscheiden von dem, wie sich die Schweiz auf der Welt positionieren muss. Und ich sage Ihnen jetzt, worauf es ankommt. Die Neutralität ist die von unseren Vorfahren in der Wirklichkeit erprobte und verfeinerte Methode, um in einer Wildnis zu überleben, die von Großkatzen und Raubtierstaaten bevölkert wird. Das ist nämlich das Thema hier. Wir sind ein Winzling unter Riesen. Und jetzt laufen wir eben Gefahr, und da kommen wir auf diese Abkühlung der Beziehungen zu sprechen. Wir haben jetzt eben Politiker in Bern, die sich für Riesenzwerge halten oder sogar für Riesen. Und diese Politiker sind auf der linken Seite anzutreffen, bei diesen Moralimperialisten und Gutmenschen, aber eben auch im Lichterkettenflügel des Freisinns, der nicht minder desorientiert ist und geschichtsvergessen wie diese Linken, die sich einfach von ihren eigenen Emotionen und Machtgelüsten und Interventionsgelüsten und Herrschgelüsten leiten lassen. Denen reicht es nicht, dass sie ihnen schon alles befehlen können in der Schweiz, möchten noch mehr befehlen. Sie möchten auch den Chinesen sagen, wo es lang geht. Sie möchten auch den Chinesen erzählen, aus diesen geheizten, subventionierten Bundeshausstuben, wie sich da die Chinesen da zu benehmen hätten. Jetzt, ich bin auch nicht einverstanden mit allem, was in China passiert, wobei ich glaube, wenig von dem, was geschrieben wird. Einiges wird wohl stimmen. Aber wissen Sie, wenn Sie so lange in den Medien sind wie ich, dann lernen Sie auch den Medien qualifiziert und fundiert zu misstrauen. Aber wir haben jetzt im Moment einen frivolen Leichtsinn in Bern, einen außenpolitischen Übermut, eine Interventionsfreudigkeit, eine Moraltrunkenheit, oder ich müsste präzise formulieren, eine Moralismusbesoffenheit. Von Leuten übrigens, die in ihrem Leben noch selten einen Bleistift verkaufen mussten oder ein Salatblatt. Von Leuten, die ihr Salär, ihr Berufspolitiker-Salär abholen, egal ob die Schweiz in China noch irgendeine Schraube oder sonst etwas verkauft.
die bekommen ihren Zapfen sowieso, haben sie auf sicher. Und aus dieser gepolsterten, fremdfinanzierten Lehnstuhlperspektive erdreisten sich eben diese Strategen der Einbildung, diese Geopolitiker ihrer Fantasie, die Schweiz sozusagen in die internationale Kampfzone der Geopolitik hinein zu katapultieren. Das Ganze könnte uns ja eigentlich egal sein, wenn wir einen Bundesrat hätten, der diesen naiven, aber brandgefährlichen Bestrebungen eine Absage erteilen würde. Das allerdings ist nicht der Fall. Bundesrat Ignazio Cassis, unser Außenminister, und ich habe das hier schon mehrfach unterstrichen, hat einen Kapitalfehler gemacht. Er hat sich nämlich von diesen Pseudo-Idealisten eine China-Strategie aufschwatzen lassen. Das war aber nicht nur das Werk der Linken. Da hat auch die Mittepartei, Frau Schneider-Schneider, Entschuldigung, ich will ihr nicht zu nahe treten, aber sie ist einfach intellektuell überfordert mit den außenpolitischen Anforderungen und Direktiven, die sie dem Bundesrat stellt. Sie ist meines Erachtens nicht in der Lage, die Konsequenzen ihrer Vorstöße in einer schlüssigen Risikoabwägung zu beurteilen. Immerhin ist die Mittepartei, besteht ja aus so vielen Mitten, dass die sich gegenseitig selber wieder lähmen. Also Herr Parteipräsident Gerhard Pfister definiert die Mitte an einem anderen Punkt als Frau Schneider-Schneider. Und solange sich das wechselseitig neutralisiert, ist es weniger schlimm, als es sein könnte. Es ist immer noch nicht gut. Aber ärgerlich ist auch das Verhalten der Freisinnigen. Ich nenne das den Lichterkettenflügel der Freisinnigen. Die United Colors of Benetton-Fraktion der Freisinnigen. Die Musenalp-Express-Fraktion der Freisinnigen. Das sind die Träumer und Traumtänzer, die sich sozusagen als globale Pulswärmer bestätigen wollen. Mit einem auch eben irregeleiteten Idealismus der Meinung sind, dass die Schweiz jetzt hier endlich einmal entschlossen den Chinesen zeigen sollte, wo der Hammer hängt, um dann aber selber in den Hammer zu laufen. Und das passiert jetzt. Ignazio Cassis, der freisinnige Außenminister, hat sich hier eine China-Strategie aufschwatzen lassen. Er war zu schwach, um Widerstand zu leisten. Ich habe ihm vom Anfang an gesagt, das ist ein riesiger Fehler, es ist ein Affront für die Chinesen. Die Chinesen haben jetzt 150 Jahre lang westliche Einmischung und westliche Belehrungen, Opiumkriege und alles Mögliche hinter sich. Ich will die Chinesen nicht heilig sprechen. Die haben auch in ihrem Land genügend Unheil angerichtet. Steht mir nicht zu, das moralisch zu bewerten, mit dem müssen die Chinesen fertig werden. Aber was ich sicher weiß, ist, dass die Chinesen nicht auf die Schweizer gewartet haben, die ihnen jetzt auch noch zeigen, wo der Bartli den Most holt. Nachdem das schon die Amerikaner machen, die Briten, die Deutschen, die EU, überall, auch die Schweizer Zeitungen, sie trommeln diese unglaublich, fast schon, was ist das, angefixt von diesem, von einem Feuer des Kalten Kriegs, von einem Kriegsgegurgel, von einem Kriegsfuror. Man sehnt sich geradezu den Kalten Krieg wieder herbei. Diese journalistischen Macho-Posten, jetzt hier den Chinesen auch zu zeigen, wo es lang geht. Das ist eine gefährliche Stimmung, die sich ausbreitet. Und wir beobachten einfach bei Weltwoche Daily, dass dieser Zeitgeist den Bundesrat mitreißt, insbesondere den Außenminister. Dabei ist doch die Schweiz, mit Herbert Lüthi, dem Historiker, gesprochen, eine Antithese. Wir sind eben genau das Bollwerk gegen den Zeitgeist, der Korallenriff, die Alpenfestung, die sich nicht gleich wegwinden lässt, sondern die eben standhaft ist und nicht alles mitmacht, was uns so durch die Rübe rauscht. Aber genau in diesem Punkt ist der Bundesrat, ist unser Außenminister Zeitgeist verseucht. Er hat eine China-Strategie gemacht, was an sich schon ein Unding ist. Die Schweiz braucht keine China-Strategie, sie braucht eine Rückbesinnung auf die Neutralität. Das ist unsere universelle außenpolitische Doktrin, die bewaffnete, immerwährende Neutralität. Das ist unser Prinzip. Wenn man ein besseres hat, kann man das gerne nehmen. Aber das, was jetzt da im Bundeshaus herumgeistert und herumgeboten wird, das ist sicher nicht besser. Und Ignazio Cassis hat jetzt also eine Dummheit gemacht, er hat eine China-Strategie lanciert
Und diese China-Strategie setzt auf Konfrontation mit China. Das passt gar nicht zu Gassis. Gassis ist nicht der konfrontative Typ. Er ist eigentlich der Versöhner. Er ist ein Cheerleader. Das wäre ein genialer Verkäufer der Schweiz, aber der fühlt sich irgendwie durch ein Über-Ich oder ich weiß auch nicht was, oder durch Wahlen, Ängste vor der Wiederwahl, fühlt er sich genötigt, in diese konfrontative Zeitgeiststimmung einzutauchen, die sich zu eigen zu machen, obwohl die seinem Charakter überhaupt nicht entspricht. Jetzt hat er also den Wahnsinn hier eingefädelt, dass die Schweiz in ihren Handelsbeziehungen vor allem die Menschenrechtslage in China immer wieder mahnend thematisieren soll. Ich meine, da musst du jetzt kein Sinologe sein, um zu bemerken und zu realisieren, dass die Chinesen das nicht gut finden. Und das heißt nicht, dass man alles beschweigen muss und sich da selber feige anbieten muss bei den Chinesen. Aber mit einer asiatischen Kultur, so viel habe sogar ich verstanden, solltest du aufpassen, dass du nicht coram publico da den Moralisten raushängst, sondern wenn du etwas zu sagen hast, dann sagst du es, wie du es einem guten Freund sagst, nämlich unter vier Augen. Das ist viel eine größere Wertschätzung. Und das ist das Unseriöse an dieser China-Strategie, meine Damen und Herren. Die ist eben für die Galerie gemacht. Das nehmen die gar nicht ernst. Das hat er gemacht, damit in der Öffentlichkeit, in den Medien, bei diesen kriegsheißhungrigen Journalisten, bei diesen Kriegsgurgeln und Kriegstreibern, bei diesen Trumps der schreibenden Zunft, obwohl Trump ja selber gar keine Kriegsgurgel war, aber eben das ist etwas fast schon Trumpsche Konfrontationsrhetorik, aber eben weniger intelligent interpretiert. Gassis wollte einfach diesen Kreisen gefallen und ihnen zeigen, seht mal her, ich bin auch einer von euch, ich kann's auch. Und möglicherweise schielte er tatsächlich auch auf die Wiederwahlen, um sich dann von der Linken noch ein paar Stimmen zu sichern. Zutiefst unseriös diese China-Strategie, diese Belehrungsstrategie, diese Menschenrechtsstrategie. Oberflächlich, passt nicht zur Schweiz. Ein krasser Verstoß gegen die Neutralität, ist gemeingefährlich für unsere wirtschaftlichen Interessen, ausgebrütet und bejubelt von Leuten, die in ihrem Leben noch nie einen Arbeitsplatz geschaffen haben. Das ist einfach der falsche Weg. Jetzt, ich bin kein Apokalyptiker, ich will hier nicht auf Weltuntergang machen. Natürlich gibt es da Auswege. Ich meine, am Höhepunkt des Kalten Kriegs, Anfangs der 70er Jahre, hat es der größte Kommunistenfresser der damaligen Zeit, der US-Präsident Richard Nixon, geschafft, den Roten Kaiser, seinen Erzfeind Mao, in Peking zu treffen, dieses Reich zu öffnen, das vorher verschlossen war wie eine verkrampfte Auster. Und die hatten ja dann durchaus herzliche Beziehungen. Und wie ich mich richtig erinnere, hat Mao ja dann auch Nixon in seinen Watergate-Wirren zum Teil sogar etwas getröstet. Übrigens auch Leonid Brezhnev, der damalige sowjetische Machthaber, hat in dieser Watergate-Zeit 1974, als es dann mit Nixon zu Ende ging, dem amerikanischen Präsidenten väterlich Mut zugesprochen. Also wenn es dem Kommunistenfresser gelungen ist, über all seine früheren rhetorischen Ausschweifungen gegen die Roten und gegen die Kommunisten da stabile und, sagen wir mal, erfreuliche Beziehungen zu China aufzubauen, dann ist wohl auch noch nicht Hopfen und Malz verloren bei der Schweiz. Aber Herr Gassis sollte sich schleunigstens emanzipieren von diesen Wirrköpfen da der Linken und von seinen freisinnigen Lichterketten, Außenpolitikern da, von diesen Kuschel-Geostrategen, die einfach keine Ahnung haben, was sie heraufbeschwören, die sich blenden lassen von ihren eigenen halbseidenen Idealen, die in keiner Art und Weise realpolitisch fundiert sind. Also ganz wichtig und Gratulation der NZZ, die hier diese Story gebracht hat. Die NZZ übrigens, die jetzt auch nicht ganz ungestraft davonkommen kann. Die NZZ ist ja das Zentralorgan des China-Bashings. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass die NZZ nicht einprügelt auf China und die Schweiz da einschwören will, fast wie eine enthemmte Pentagon-Filiale, jetzt auch noch auf die Chinesen loszugehen. Wir plädieren bei Weltwoche Daily ganz klar im Sinne der Neutralität für eine robuste Weltoffenheit ohne Anbiederung, ohne Kniefälligkeit, ohne sich selber aufzugeben, aber der eigenen Größe, der eigenen Rolle angemessen und die Stärke der Schweiz. Entschuldigung, wir sind die Hoteliers der Weltpolitik. Wir sind die
Die Wellness-Oase der Weltpolitik. In der neutralen Schweiz können alle mit allen über alles reden. Man kann sich begegnen. Es gibt nicht diese Abgrenzungen da wie in Deutschland, wo sie, wenn sie in der falschen Partei sind, sowieso zum Abschuss freigegeben werden. In der Schweiz sind alle willkommen. Es müssen ja nicht alle ewig bleiben. Aber alle dürfen kommen. Die Schweiz ist mit allen freundlich, auch zu denen, die zu ihr unfreundlich sind. Außer wir werden angegriffen, dann werden wir buschig und wehren uns. Also kurzum, das ist die Position und nicht hier diese eingebildete Pseudo-Großmachts-Supermachts-Attitüde, der alles fehlt für eine Großmacht. Und wenn wir uns mit den Chinesen anlegen wollen, dann fürchte ich, wird unsere Schlauchbootflotte der Bodenseemarine nicht ausreichen, um da die nötige Kraftkulisse aufzubauen, um die Chinesen in die Knie zu zwingen. Also, erinnert euch wieder daran, was die Neutralität ist und was sie einmal war. Zweites Thema, eine unerfreuliche Entwicklung. Die Organspende wird zum Regelfall. Der Ständerat befürwortet eine Organentnahme ohne Einwilligung. Ob sich die Bürger zum Thema werden äußern können, ist offen. Katharina Fontana, meine frühere Kollegin bei der Weltwoche, inzwischen wieder zurück bei der NZZ. Auf dem Journalisten, in der Teppichetage des Journalismus sozusagen. Wir sind ja eher etwas die Grenadiere des Journalismus, aber auch zum Teil auch etwas die Parkettänzer, die sich da durch das Geschehen bewegen. Aber es ist ein ganz wichtiges Thema. Der Nationalrat hat jetzt das Regime bei der Organspende umgedreht. Früher war es so in der Schweiz, sie mussten explizit erklären, dass sie ihre Organe spenden. Jetzt ist es so, wenn sie nichts sagen, kann der Staat nach ihrem Tod, beziehungsweise nicht ganz nach ihrem Tod, sie sind dann irgendwo in dieser Limbo-Phase zwischen Leben und Tod, kann er auf ihre Organe zurückgreifen. Man hat sich jetzt auf eine Lösung verständigt, wo dann die Ärzte und Chirurgen noch die Angehörigen, sofern vorhanden, fragen müssen, ob so ein Eingriff statthaft und erlaubt ist. Ich bin dagegen. Ich habe mich hier dezidiert dagegen ausgesprochen. Ich finde nicht, dass der Mensch als Ersatzteillager automatisiert auf einer Art Schlachtbank enden soll. Quasi die Ärzte und Organsuchenden bereits mit einer Hand an meiner Leber, bevor ich meinen letzten Atem ausgehaucht habe. Das sind für mich gespenstische Vorstellungen. Für mich gehört zu einem liberalen Selbstbild die Habeas Corpus Akte, mein Körper gehört mir. Wenn ich explizit erklären muss, dass der Staat mich nicht ausnehmen darf, dann läuft das für mich auf die Tatsache hinaus, dass mein Körper im Grunde bereits staatliches Eigentum ist, beziehungsweise Eigentum unseres staatlichen Gesundheitswesens. Es sei denn, ich erkläre dies explizit. Und diese Ersatzteillager-Mentalität, die behagt mir nicht. Mir hat auch nicht behagt, wie emotional und auch verspannt die Diskussion in den Räten darüber geführt wurde. Nun, ich war mit meiner Sicht da in einer Minderheit, die Charcuterie-Fraktion, die Metzgete, um es etwas zugespitzt auszudrücken, die hat sich da durchgesetzt. Ich bin da ganz klar dagegen. Für mich muss ich selber erklären, wenn ich möchte, dass ich ausgenommen werde. Das sind jetzt drastische Bilder, aber ich wähle die mit Bedacht, weil um das geht's. Und wenn ich mir einfach vorstelle, dass kaum bin ich mit etwa 80 oder so, 70 vielleicht, gehe ich ins Spital, kann irgendetwas passieren. Und bereits haben die Ärzte eine Hand an meinen inneren Organen. Das wird mir unbehaglich. Das gefällt mir überhaupt nicht. EU-Armee. Das ist auch so ein Dauerbrenner. Immer mal wieder die EU-Armee. Momentan wieder groß im Gespräch, weil die Franzosen verärgert sind, dass Joe Biden ihr multilateraler Heiland, der die finsteren Trump-Zeiten, das Mittelalter dieser blonden Bestie überwinden würde und endlich wieder Friede, Freude, Eierkuchen herrsche zwischen der Europäischen Union und den USA, kannst du vergessen. Ich habe es hier immer gesagt und ich bekräftige das natürlich im Triumphgefühl des Rechtgehabthabens. Die Amerikaner sind immer America first. Sie sind immer America first.
Aber, und das muss man ihnen zugute halten, sie haben dieses America First auch in den Dienst anderer Staaten gestellt und da auch immer wieder Opfer gebracht. Also ich will das nicht karikieren. Was die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg geleistet haben, ist unglaublich. Da ist ihnen in Europa zu ganz großen Dankbarkeit verpflichtet. Allerdings auch den Russen gegenüber, die unter massivsten Opfern, diese Bestien da des Nationalsozialismus den Garaus gemacht haben. Also die Amerikaner sind immer America first, aber sie haben natürlich die Fähigkeit, ihre eigenen Interessen zum Weltinteresse zu erklären, also ihren Fall zur Welt zu erklären, in der Ausdrucksweise des Schweizer Schriftstellers Max Frisch. Und jetzt natürlich diese jüngsten Entwicklungen, nicht? Sie haben es mitbekommen, die Amerikaner haben den Australien Atom-U-Boote zur Verfügung gestellt, auch im Zuge dieses China-Bashings. Ihr könnt einmal sagen, ja, was haben eigentlich die Amerikaner im Südchinesischen Meer verloren? Die Chinesen kurven ja da auch nicht im Golf von Mexiko herum mit ihren Atom-U-Booten, falls sie solche haben. Ich glaube, sie haben keine. Freue mich auf Ihre E-Mails mit Präzisierungen. Und das hat die Franzosen jetzt massiv verärgert, denn die hatten mit den Australiern offenbar einen Deal, dass sie ihnen U-Boote verkaufen könnten. Wobei ich als Australier sagen muss, also den Franzosen würde ich jetzt nicht unbedingt ein U-Boot abkaufen, wenn ich da den Flugzeugträger Charles de Gaulle anschaue. Dieses fast etwas romantisch wirkende Gebilde, das quasi so leise bröckelnd vor sich hin kurft auf den Weltmeeren, an die Star Wars Filme erinnernd, wo ja auch George Lucas, der Produzent, darauf gesetzt hat, dass eben eine gewisse Versifftheit, Charme in diese ganze Science-Fiction-Herrlichkeit hineinbringen sollte. Aber Macron jetzt also wirklich überhaupt nicht amüsiert und also gewinnt jetzt die Perspektive einer europäischen Streitmacht wieder an Profil. Und das Interessante ist, ich beziehe mich da auf einen Artikel in der NZZ von Daniel Steinfort, die gehen also zurück auf die Legionen von Napoleon. Napoleon sei sozusagen mit seiner Ur-EU quasi der Pionier einer europäischen Gesamtarmee gewesen. Die Grande Armee, eine europäische Gesamtarmee, und auf dieser Grundlage müsse man arbeiten. Es hat übrigens noch eine zweite europäische Armee gegeben, die wird dann aber nicht so gerne in dieser Ahnenreihe erwähnt, weil es einem gleich kalt den Rücken runterläuft. Die Waffen-SS der Nationalsozialisten, die war auch geplant als europäische Armee. Das war quasi die EU-Armee zwischen Napoleon und den heutigen Fantasien. Aber ich weiß, das ist eine Bemerkung, die man nicht machen darf. Da schreien gleich alle auf, aber es stimmt eben. Es gab übrigens 1942 oder sogar noch 1944 Ausstellungen in Paris der Waffen-SS, eher 42, der Waffen-SS, in dem sie Freiwillige anwarb für eine eben internationale Truppe zur Bekämpfung des Bolschewismus, des Kommunismus, Verteidigung des Abendlandes. Also diese Idee einer länderübergreifenden Armee, die ist natürlich nicht neu, die wird jetzt wieder bekräftigt aufgrund der Tatsache, dass eben die Amerikaner ein etwas unsicherer Bundesgenosse geworden sind. Meine Prognose ist, das wird nicht stattfinden, das wird es nicht geben, weil nur schon die Kommandostruktur ist hochgradig unsicher. Sie werden nie eine dauerhaft eingerichtete europäische Armee haben. Viel sinnvoller wäre es, wenn sie nationale Armeen haben, die dann, warum nicht, europaweit im Ernstfall immer Allianzen bilden, Allianzen schmieden können. Das hat man ja auch im Zweiten Weltkrieg gesehen. Aber diese Vorstellungen hier jetzt auch das Militärische von französischer Seite her zu benutzen, um die EU zu einer Art Superstaat zu formen, das auf der Grundlage der napoleonischen Grande Armee. Also da trieft es geradezu vor lauter Macron, und wir sehen hier schon diesen sehr geschmeidigen, gut aussehenden französischen Präsidenten vor uns, der sich in einer Napoleon-Uniform vor den Spiegel stellt. Eine kleine Facette noch, die Schweiz als Kassiererin der EU.
Der FDP-Nationalrat André Silberschmidt möchte einen Vorstoß lancieren, in dem die Schweiz die Mehrwertsteuern einsammelt für die Europäische Union. Und das Ziel des Ganzen besteht darin, ich zitiere hier den Tagesanzeiger, etwas, das mit dem Ende des Rahmenabkommens schwieriger geworden ist, Zitat Silberschmidt, wir müssen hier nach vorne schauen und eine solche Verhandlung über das die Schweiz als Steuereinzieher der EU wäre eine Chance, sich wieder gegenseitig anzunähern. Ja, meine Damen und Herren, das ist jetzt einer der populärsten Freisinnigen, die wir haben in den Medien. Und Sie sehen hier, wo die Vektoren durchlaufen, dieser Nachwuchsfreisinn, und der wird ja gehandelt als möglicher zukünftiger Shootingstar dieser Partei. Auch dieser Freisinn ist Schweiz vergessen. Denn wenn du als Freisinniger die engere Anbindung und Annäherung an die Europäische Union dir zum Ziel setzt, dann hast du vergessen, was der Freisinn eigentlich geleistet hat im 19. Jahrhundert, nämlich die Erfindung und Institutionalisierung der modernen Schweiz, auf der Grundlage natürlich einer mehrhundertjährigen Geschichte, da sind verschiedene Traditionsbestände eingeflossen, aber es ist das Werk der Freisinnigen gewesen, damals noch zusammen mit dem, was später dann SVP heißen sollte, eine Schweiz, einen freiheitlichen, demokratischen, neutralen Rechtsstaat zu gründen. Und die Pflege unserer Institutionen ist noch viel wichtiger, unendlich viel wichtiger, als etwaige Annäherungen an andere Institutionen. Aber diese fixe Idee, ausgerechnet der Freisinnigen, dieses geniale institutionelle Kunstwerk, das sie mit der Schweiz der Geschichte abgerungen haben, mehr noch als erfunden haben, weil die Schweiz ist eine Frucht der Tradition und der Erfahrung, dass ausgerechnet diese Freisinnigen ihr eigenes Kunstwerk aus den Augen verloren haben, ist ein bemerkenswertes Faktum unserer Politik. Und das gibt ja dann eben Leuten wie mir die Chance, in solchen Sendungen darauf hinzuweisen. Jetzt noch ein Ärgernis. Ein Ärgernis der obersten Empörungsklasse. Ich muss schauen, ob ich die Unterlagen noch bei mir habe. Ich habe sie. Esther Girsberger, ihres Zeichens Ombudsfrau des Schweizerischen, der Radio- und Fernsehgesellschaft, das heißt, sie ist die Sorgentante, die Anlaufstelle für alle Unzufriedenen, sie muss sich mit Kritik beschäftigen. Diese Esther Girsberger kenne ich sehr gut. Sie war Chefredaktorin des Tagesanzeigers, ich war damals Chefredaktor des Magazins des Tagesanzeigers. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet, sehr gut zusammengearbeitet. Aber was sie jetzt macht, als Ombudsfrau von SRF, das geht, meine Damen und Herren, auf keine Kuhhaut. Das ist fürchterlich, das ist ein Loyalitätsbruch und ich verurteile das hier auf Schärfste. Es ist einfach nur, weil es um die Weltwoche geht. Es geht um die Weltwoche. Deshalb nehme ich es natürlich persönlich. Müssten Sie ein paar Prozent abziehen von dieser Entrüstung, die ich hier etwas gar wohlfeil inszeniere. Aber hier geht es auch um die Stellung der SRF. Der SRG und um das Auftreten dieser Ombudsleute, konkret um das Auftreten von Esther Girsberger, und das geht jetzt überhaupt nicht, was sie hier abzieht. Was ist der Fall? Ein Zuschauer des Schweizer Fernsehens hat sich empört, dass SRF nicht berichtet hat, lange nicht berichtet hat, über den Fall Alain Berset. Er schreibt hier: Ich reiche eine Beschwerde ein, weil seit Mittwochabend, Erscheinung Weltwoche, ein Staatsskandal durch Nichtberichten unterdrückt und damit der Bevölkerung vorenthalten wird. Dieser Skandal ist von nationaler Tragweite und durch die veröffentlichten Details aus der Strafakte sind neue Vorwürfe gegenüber einem Bundesrat bekannt geworden, welche News-Charakter haben. Auch stehen potenziell strafbare Verhaltensweisen des Bundesrats im Raum. Leitmedien haben gestern bereits berichtet, doch SRF weigert sich weiterhin, nur schon darüber zu berichten. Das ist Arbeitsverweigerung gegenüber dem zahlenden Bürger. Ein Affront. Ja, das stimmt. Bei der SRG sind die journalistischen Bodyguards von Alain Berset zugange, unübersehbar letzte Woche.
Und jetzt die Antwort der Ombudsfrau Esther Gersberger, die mich persönlich kennt, die die Weltwoche kennt, die auch schon für die Weltwoche geschrieben hat. Ich zitiere. Sehr geehrter Herr Sowieso, besten Dank für Ihre Mail. Auf Ihre Beanstandung können wir nicht eintreten. Und jetzt die Begründung, die hat sie in sich. Was für eine Arroganz. Die Programmfreiheit zwingt SRF nicht zu Berichterstattungen. Erst recht nicht, wenn es sich nicht um eine staatstragende Affäre handelt. Um Himmels Willen, Esther Gersberger. Auf welchem Planeten lebst du? Alle Zeitungen berichten. Das Parlament untersucht, die Aufsichtskommissionen sind da. Ich meine, wenn ein SVP-Bundesrat eine Treichlerkutte anzieht, dann berichtet das SRF pausenlos darüber. Machen Sie Sondersendungen, Arena-Sendungen. Aber wenn der andere in der SP seinen Dienstwagen missbraucht, mit einer Elitetruppe seine frühere Geliebte in die Mangel nimmt, seinen eigenen Staatschef zur Bereinigung des Privatlebens einsetzt, dann ist das überhaupt gar nichts. Aber wehe, ein SVPler zieht irgendeine Kutte an. Dann ist das natürlich Headline-News, aber eine ganze Woche lang. Und jetzt weiter. Wie Sie der NZZ von heute entnehmen können, hat die Weltwoche wesentliche Punkte unterschlagen bzw. bewusst falsch berichtet. Mit freundlichen Grüßen Dr. Esther Gersberger und Kurt Schöbi, Co-Leitung Ombudsstelle SRG Deutschschweiz. Das ist eine Verleumdung, was sie hier macht. Das ist Rufschädigung, das ist Kreditschädigung, das ist unlauter Wettbewerb. Dafür zahle ich nicht Gebührengelder, dass ich mich auf diese, also völlig unqualifizierte Art und Weise da von der SRF und von diesen Ombudsleuten da anpflaumen lassen muss. Das ist doch unglaublich. Also mit was für einer wurstigen Beiläufigkeit. Hier einfach ein privates Unternehmen, das in einer gewissen Konkurrenz zur SRG steht, aber eben keine Zwangsgebühren bekommt, ihm journalistische Fehlleistungen unterstellt werden. Und ich habe Frau Gersberger einen Brief geschrieben dazu, am Wochenende, und ich habe noch keine Antwort erhalten. Ich habe sie nämlich gefragt, ich kenne sie ja gut, sie möge mir doch bitte antworten und erklären, worauf sich ihre unqualifizierten Aussagen stützen, bis heute keine Antwort. Meine Damen und Herren, jetzt geht es mir besser. Ich konnte mir diesen Frust von der Seele reden, aber es ist eben auch ein relevanter Fall, weil es zeigt Ihnen die Attitüde dieser Zitadelle, dieser Bastion eines linksmarinierten Gutmenschentums, einer einfach ideologischen Einseitigkeit, einer Staatszugewandtheit, die man sich selber aber nicht eingestehen würde und auch einer Selbstverständlichkeit, mit der einfach Konkurrenten im Markt so beiläufig kreditschädigend kritisiert werden. Das ist nicht in Ordnung und das zeigt Ihnen einfach, womit wir es hier zu tun haben und das ist auch der Grund, warum ich das hier öffentlich gemacht habe. Also, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie hier als virtuelle Klagemauer sich diesen Missstand sich angehört haben. Ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind. Und wie gesagt, Stephen Fry, Troja, eine aufmunternde Lektüre, auch in manchmal düsteren Zeiten. Ich freue mich, dass Sie da gewesen sind. Wir sehen uns morgen wieder bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht. Vielen Dank.